Hello everybody, I have a big pleasure to introduce Sergey. Sergey is a professional penetration tester and often he encounters an ancient protocol from the cradle of the internet called Network File System, which makes his jobs actually a lot easier. He wants to make his job harder, so he will tell us about the security of his stuff. Have a great talk and a big welcome for Sergey. Genau. Vielen Dank für das Willkommen, für das herzliche Willkommen. Ich habe den Talk auf Deutsch angekündigt. Ich habe zwar immer englische Slides. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich hoffe, keiner ist sauer. Okay, gut. Ich habe den so angekündigt, also mache ich den. Also genau. Genau. Deswegen willkommen von meiner Seite. Ich bin Sergey. Kurz zu mir, zumindest die relevanten Sachen. Ich arbeite in einer kleinen Security-Klitsche in Waldorf, bin dort Pentester, Cyber-Cyber-Berater in verschiedenen Themen, was IT-Security angeht. Ich war mal so ein bisschen auf der Blue-Teamer-Seite ein paar Jahre lang. Letztes Jahr gab es auch einen Vortrag hier zu Linux-Monitoring. Die meiste Zeit beruflich war ich aber eigentlich eher in der offensiven Security, das heißt primär als Pentester, habe aber auch so ein bisschen intern in Konzernen gearbeitet, also nicht nur als Dienstleister von außen und habe verschiedene Themen dort begleitet in Governance-Funktionalität und Pentester, so ein bisschen gemischt. Was meine Erfahrung mit NFS ist, ich habe es mal, als ich noch an der Uni war, Hiwi betrieben, und zwar mit Kerberos. War zwar eine kleine Umgebung, irgendwie mit 30, 40 Clients, aber ich habe schon so ein bisschen Erfahrung damit gehabt. Und später, egal ob von außen ich irgendwie bei Kunden, bei Konzernen reingegangen bin oder als ich in Konzernen drin gearbeitet habe, ich habe solche Dinge dann immer gefunden. Und die Sachen, die die Leute gerne vergraben, die grabe ich dann aus und dann bin ich dann von Abteilung zu Abteilung damit gegangen und habe dann mit denen gesprochen. Ja, also Architecture Consulting ist ein schönes Wort, um zu sagen, ich habe Zeug gefunden, was keiner sehen wollte und ich habe mich dann jahrelang damit beschäftigt und so politische Grabenkämpfe geführt. Genau, das ist eigentlich so, dann kommen wir ziemlich schnell zur Motivation. Das Bild, es hat so eine schöne Geschichte. Ich habe, glaube ich, in der Rechtschreibprüfung irgendwie bei dem Word Reality so eine rote Umrandung gehabt und ich habe das gemacht, was jeder erfahrene IT-Mensch machen würde. Ich habe das Wort einfach gegoogelt und das, wenn man Reality in Google eingibt, ist das der erste Wikipedia-Artikel über diesen Film Reality. Ich finde das Gesicht einfach so treffend zu dem Thema, deswegen dachte ich, es ist ein gutes Anleitungsbild. Ja. Ich hatte diese ganzen frustrierenden Diskussionen. Ich glaube, die erste war, wenn es um die Behebung ging, irgendwie so, wir haben mit einem IT-Leiter gesprochen in einem Konzern drin. Wir haben gesagt, hey, NFS, wie ihr das macht, ist irgendwie so ungeil. Und dann waren da mehrere Leute drin. Und der IT-Leiter hat gesagt, ja, aber wir benutzen Automount. Das heißt, wir haben die Laufwerke sind nur irgendwie gemountet, wenn wir die kurz brauchen. Und dann haben wir gesagt, ja okay, aber dann ist das alles so nicht so schlimm. Und ich saß da drin und habe gesagt, hey, Moment, Automount heißt, auf dem Client werden die einfach mounted, aber der Server ist genauso da. So, was ist denn das Argument hier? Und dann kam die Antwort so, ja, keine Ahnung, ich bin zertifizierter SUSE-Admin, aber ich bin kein zertifizierter SUSE-Mensch. Ja? Und und was ich hier so machen will, ist, wir gucken uns das technisch an, aber falls ihr einen geilen technischen Vortrag erwartet habt, muss ich euch enttäuschen. Ja? Ich habe zwar noch so ein bisschen Themen hinten, die was Kerberos angeht, wo es vielleicht interessant, aber auch komplex wird, wo ich ein paar Sachen gut veranschauliche, aber die Security-Sachen sind so, ja, vielleicht 5, vielleicht 10 Minuten sehr schnell erklärt. Ja, womit wir uns beschäftigen werden, sind genau solche Themen. Ja. Ich habe es nicht nur als Pentester irgendwie gefunden, sondern auch versucht zu beheben. Und ich saß dann mit den Entscheidern einfach in den Talks und es kamen halt irgendwelche Argumente. Und da die Leute in dem Raum einfach nicht verstehen, wie NFS funktioniert, geht sowas öfters durch. Ja. Deswegen, wir gucken uns, wie die Security allgemein funktioniert und so ein paar Diskussionsthemen am Ende, die ich hatte, die Leute bringen und sagen, hey, das ist gar nicht so schlimm, weil wir haben dieses Feature an und
ich bringe dann so ein paar Gegenargumente und erkläre einfach so, nee, man, so funktioniert das halt nicht. Genau. So, das Ziel am Ende des Vortrags ist, dass ihr meine Meinung teilt, Network Shares must die oder die müssen zumindest mit Kerberos betrieben werden. Ja? Genau, deswegen, der Titel ist zwar Network File System Security, aber der bessere Titel wäre so, hey, Network File System Security, so wie er in den Konzernen betrieben wird und in großen IT-Landschaften. Ja? Denn darum wird es halt auch relativ viel gehen. Ja? Genau, kurze Agenda. Wir reden ein bisschen über NFS. Ich erkläre euch das Grundprinzip der Security oder wie die Dateizugriffe bei NFS geschützt werden. Das ist eher so ein bisschen der kürzere Teil, dann sind wir so in 10 Minuten vielleicht fertig höchstens. Und dann reden wir darüber, was es halt in der Realität einfach für Wirkung hat, die Security-Features von NFS und wie das dann halt, ja, das wie man es absichert und gucken uns an, wie die Netzwerke heutzutage aussehen. Und dann reden wir am Ende so ein paar Features, die Leute bringen als, hey, das ist doch, wir haben das eingeschaltet, das ist sicher. Ne? Genau, so ein bisschen Übersicht, NFS gibt es schon länger, es gab es in den 80ern, Sun hat das zuerst intern benutzt. Und dann mit der Version 2 das erste Mal in die Außenwelt gebracht und veröffentlicht. Das war 89. NFS V3 kam dann drauf im Jahre 95. Ihr seht ziemlich geile Features, nicht nur asynchrone Schreiben, sondern auch Dateien mit 64-Bit Dateigröße. Das ist ein bisschen witzig für uns, wenn man irgendwie zurückblickt, diese vielen Dekaden oder ein paar Dekaden zurück. Aber NFS V3 ist etwas zum Beispiel, was sehr oft immer noch im Betrieb ist. Ja? Genau, das ist immer noch Realität. Deswegen, das hier ist nur eine kurze Übersicht, aber merkt euch so ein bisschen die Jahreszahlen, wenn wir später über den Vortrag gehen. Ja? Mit NFS V4 kamen technisch gesehen ziemlich viele coole Sachen. Einerseits, das Ganze funktioniert dann nur über Port 2049. Ja? Vorher, falls ihr noch irgendwie so Red Hat 6 Sachen gesehen habt, dann habt ihr diesen Portmap-Service auf Linux gesehen, diese hässliche Software, und das war im Prinzip ein RPC-Dienst, und NFS hat diesen RPC-Dienst Portmap gebraucht. Es hat dann nicht nur über Port 2049 gesprochen, sondern auch über diesen Portmap und hat gesagt, hey, ich will eine NFS-Verbindung, und dann hat dieser Portmapper irgendeinen High-Range-Port geöffnet und hat dem NFS-Client gesagt, hier kannst du NFS reden über diesen Port. Wenn wir über Firewall-Regeln reden und die Maintenance davon ist, ist es natürlich die Hölle. Und das ist so ein wichtiges Feature, was bei NFS 4 einfach dazugekommen ist. Was noch dazugekommen ist, ist einfach nur File-Locking beim Schreiben. Ja? Das heißt, wenn zwei verschiedene NFS-Clients auf eine Datei gleichzeitig zugreifen, da wurden die Mechanismen einfach viel, viel, viel besser. Ja? Es ist unter der Haube tatsächlich noch viel mehr passiert und relativ interessant. Was aber für uns wichtig ist, es ist Kerberos Support dazugekommen. In V1, V2 gab es auch Verbesserungen, vor allem V4.1 sind sie hingegangen, haben die Spec einfach ein bisschen besser aufgeräumt und verbessert. Ja? Was Security angeht, werden wir das aber vernachlässigen. Ja? Das heißt, wir sprechen heute im Allgemeinen über V3 und V4. Genau, was sind die Use Cases oder die typischen Use Cases zumindest? Unix Home Folders. Ja? Das heißt, ihr habt eine IT-Landschaft mit Linux-Servern oder FreeBSD, was auch immer, Unix. Ihr wollt irgendwie auf allen, überall mit dem gleichen Benutzer arbeiten und die gleiche Umgebung haben oder Configs. Das heißt, ihr mountet euer Home-Verzeichnis auf allen Kisten von einem NFS-Share, und wenn ihr auf die Kiste X geht oder Y geht, dann sind eure .Files, zum Beispiel die Bash-RC, eure Wim-RC, schlag mich tot, was auch immer, oder auch die Bash-History, sind halt im Home-Verzeichnis natürlich, und das fühlt sich an, wie man würde ja jedes Mal auf demselben System oder selben, auf gleiche Weise konfigurierten System arbeiten, egal auf welchen dieser 5000 Linux-Kisten ihr euch einloggt, die im Unternehmen dann stehen. Ne? Ist ein ziemlich cooles Feature und wird am häufigsten benutzt. Ne? Genau, so ein bisschen Software-Delivery. Die meisten von euch wissen, was eine CI/CD-Pipeline ist. Das ist so ein Buzzword, wo man eine bestimmte Verbindung hat, irgendwie
Man macht irgendwie in der Dev-Umgebung, macht man einfach Tests, in der QA deployt man das, die ist realitätsnah und in der Produktion ist die Produktion. Ja. Das Ganze wird natürlich mit Build-Jobs umgesetzt und so weiter und so fort. Diese Realität treffen wir bei Kunden immer öfters vor, ja, aber so diese typische Deployments von den Läden, die moderne Cloud-Anwendungen betreiben, ist so, wir haben halt auf der QA, Dev und Produktion diesen einen NFS-Share, auf den schieben wir irgendeinem technischen User Deployment XY und dieser User, der hat einfach nur die WAR-File, die JAR-Files, also mein Produkt liegen und die ganzen Kisten mounten denselben Share mit der Binary in der Dev-Umgebung, irgendwie die 20, 30, die können dann Tests durchführen, dieselben in QA und in Pod. Nicht immer, aber manchmal sogar halt einfach nur derselbe Share. Ja? So funktioniert sehr oft noch Software-Delivery. Ja? Und alles Mögliche, wofür ihr einfach Dateiaustausch braucht. Ja? Irgendwie ganz blöd gesprochen. Genau. Ich hatte gerade ein bisschen Probleme mit den VMs. Ich hoffe, das funktioniert trotzdem. Es funktioniert fast. Genau. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe mir einfach ein paar VMs aufgesetzt. Eine davon funktioniert, aber das reicht. Und ich habe mir einen NFS-Server einfach auf dem Linux-Host eingerichtet. So, wie richte ich einen NFS-Host aus ein? Ziemlich trivial. Ich konfiguriere die Exports. So, ich habe hier genau zwei Einträge. Ich habe auf meinem NFS-Server, was mein Notebook ist, einmal im Exports Homes einfach ein Verzeichnis erstellt, das ich mit der Außenwelt sharen will. Und ich habe hier zwei IPs rangegeben, die darauf zugreifen können. Ja? Ich kann hier noch sehr viele Parameter draufsetzen, unter anderem Read-Write ist eigentlich ganz wichtig bei Home-Verzeichnissen, sonst funktioniert das Ganze, nicht. Hier gibt es noch einen anderen Parameter, auf den komme ich nachher noch drauf zurück. However, ich habe in meinem Netzwerk einfach zwei Systeme, die darauf zugreifen sollen. Ja? So, ich kann es nochmal bestätigen, Export FSV, das gibt mir auch wirklich zurück, was konfiguriert ist und alle Flags, die auch per Default sind. Ja? Genau, die meisten sind eigentlich nicht wichtig, Secure hat einfach was mit Ports zu tun, hat mit dem Thema nicht viel zu tun. Das hier ist der Default-Authentifizierungsmodus, über den reden wir einfach die Hälfte des Vortrags. Ja? Das ist einfach der Default, es gibt entweder Kerberos oder Sexus. Im Voraus. Ja? So, ich gehe auf eine oder das ist dieselbe VM, okay. Ich gucke hier meinen Mount an. So, Schrift passt von der Größe? Ja, nein? Passt. Sehr gut. Grep NFS. Ich sehe hier, wie ich es gemountet habe. Das ist eigentlich relativ trivial. Ich sage, was ist der NFS-Server und was ist der Export, auf den ich zugreifen will und wo ich den lokal mounte. Ich sage, was das Dateisystem ist und gib ihm. Ja, da gibt es wiederum so ein bisschen Flags wie Version 4.2. Das heißt, wir verwenden hier auch die modernste NFS-Version. Aber da mache ich erstmal an der Stelle ein bisschen Schluss. Ja. Genau. Ich habe den User-Victim hier, der ist ein lokaler User, der ist auf Home-Victim gemountet, aber ich habe auch noch andere User erstellt auf der VM. Die haben ihr Home-Verzeichnis hier liegen. Ja. So, wir haben hier MyUser1, MyUser2, MyUser1 die Gruppe. Und wenn ich versuche, natürlich mit dem Victim draufzugehen, kriege ich ein Permission Denied, weil ich bin ja ein anderer User. So, die Dateirechte habe ich dazu nicht. So, das Ganze liegt auf dem NFS-Share, suggestiert irgendwie, ich komme da nicht einfach so dran. Aber denkt mal einfacher, so eine Frage ins Publikum, wie greife ich auf Dateien auf einem Linux-System zu? Wenn ich dich die Dateiberechtigung habe. Welche Möglichkeit gibt es, auf alle Dateien zuzugreifen?
Mit Root. Genau, ich werde Root. So, wenn das funktioniert, das wäre doch richtig scheiße, oder? Genau. Ich werde Root. Genau. Und hier ist die Demo natürlich ein bisschen schlecht, weil hier ist eine Feature aktiv, wo das wirklich nicht funktioniert. Ja? Das heißt, wenn ich hier versuche, in My User 1 zu gehen, funktioniert das auch nicht mit Root. Das ist eigentlich die zweite Demo und dafür bräuchte ich die erste VM. Deswegen mache ich ganz frech das, was ich als Backup gehabt habe. Nämlich nur das Setup. Haha. Das ist natürlich schade. Gib mir mal eine Sekunde, ich krieg das MacGyvert. So. So, wie mit den C-Exports. Und ich sag bei dieser Kiste auch No Root Squash. Ja, dazu musste ich die Kiste remounten. Sorry, ich habe genau einen dieses eine Security Flag gemacht. However, blöde Demo nicht funktioniert, aber es funktioniert. Ja, das heißt, wenn ihr die Dateiberechtigung auf einem NFS-Client nicht habt, normalerweise, dann geht er einfach als Root hin. Ja, Punkt. Und dann kommen wir eigentlich zu dem wichtigsten Feature. Ja, es gibt zwar die IP-based ACLs in NFS, aber der NFS-Client, sobald er auf den Share, auf diesen Export zugreifen darf, er kriegt vollständiges Vertrauen. Ja? Das heißt, sobald ich in einer NFS-Client bin, kann ich de facto auf alle Dateien zugreifen. Wenn ihr so ein Szenario überdenkt wie Home-Verzeichnisse, dann ist es eigentlich ziemlich unvorteilhaft. Ja? Und ihr müsst euch das ein bisschen größer vorstellen. Diese modernen Cloud-Umgebungen, die bestehen halt aus irgendwie auf 400 Linux-Servern. Und das irgendwie so Risk-Management für Arme ist, ich gucke mir diese Kisten an und ich weiß, wenn eine davon kompromittiert wird, dann sind alle davon kompromittiert. Ja? Home-Verzeichnisse sind ein gutes Beispiel davon, weil da drin liegen irgendwelche SSH-Private-Keys. Da liegt aber auch die Bash-AC. Ja? Das heißt, wenn ich auf diese schreiben kann, dann kann ich halt Code-Execution bei anderen Usern, die sich auf anderen Servern einloggen, herbeiführen. Ja? Das gleiche bei der Delivery-Pipeline. Ja? Und das ist in a nutshell NFS-Security. So. Ihr habt das Wichtigste in diesem Vortrag bereits mitgenommen. Jetzt reden wir ein bisschen über Realität. Ja? So funktioniert zum Beispiel nochmal die ACL, nochmal im Bildchen. Es ist an sich kein Problem. So. Ein, zwei Server, das ist okay, ich habe die irgendwie alle im Griff. Die Wahrscheinlichkeit, dass was kaputt geht, ist relativ gering. Da ist vielleicht noch ein schräger 24-Subnet drauf, was ich irgendwie an diesen Export hänge. Wird ein bisschen mehr, ist aber noch okay. Ja? Aber so sahen die Netzwerke halt eher in den 90ern aus. Ja? Heute reden wir halt über hunderte oder aber tausende Systeme. Ja? Das heißt, da drin ist eine ziemlich große IP-Liste, da drin sind sehr große Subnetze, die freigegeben werden. Ja? Und so sehen halt die Netzwerke aus, die Corporate Netzwerke. Ja? Wenn ihr, egal in welchen Konzern ihr geht und guckt euch, wie das Zeug segmentiert ist, dann ist es einfach Sodom und Gomorra. Ja? Ich schmeiße hier gerade mit Absicht so einfach Corporate Network versus Produktionsumgebung irgendwie zusammen. Ja? Weil zumindest, wenn Sachen ins Internet direkt exponiert sind, gibt es vielleicht so ein Konzept, nicht überall, aber die gibt es meistens. Ja? So. Aber wie sieht da halt irgendwie Netzwerksegmentierung aus? Ja? Selbst wenn ich das Ganze versuche, fairer zu betrachten. Ja? Ich habe ein Corporate Network, ich habe 10 bis 70.000 Mitarbeiter, die alle irgendwie mit dem Notebook da drin hängen, mit dem Smartphone und weiß ich nicht, keine Ahnung, schlag mich tot, was da drin läuft noch. Entwicklungssysteme stehen dort meistens genauso drin, weil die sind ja mega unkritisch. Und dafür gibt es sogar diesen Begriff Shadow IT. Ja?
Man hat angefangen, so ein bisschen versucht, sich ein Bild zu schaffen und hat gemerkt, so alle Entwickler, wenn sie sich ein System bauen müssen zum Testen, dann stellen sie sich einen Rechner unter den Tisch und stöpseln den einfach ins Corporate-Netzwerk an. Ja. Das war so dieser Change, der vor, sagen wir, 10, 15 Jahren in den Konzernen noch ein bisschen zum Umdenken gebracht wurde. Ja. Die haben gemerkt, so fuck, da steht ja wirklich alles drin. Ja. Und das ganze Zeug ist halt flach geroutet. Ja. Wenn ich Richtung Produktion oder ernsthafte Produkte gehe, SaaS-Lösungen oder Cloud-Provider, bei denen wir irgendwie drin sind, was haben die gemacht bei der Migration in die Cloud, also zu Hyperscalern? Die haben halt ihre 1000 Linux-Kisten für dieses eine Produkt genommen und in genau der gleichen Netzwerksegmentierung nochmal bei GCP, AWS oder Azure reingestellt. Ja? So, die haben eine hochkritische Umgebung, Kreditkartendaten, ja. Das heißt, die haben Compliance-Security-Zertifizierungen, die sagen dann irgendwie, hier, ihr müsst Jump-Server verwenden, ihr müsst Jump-Server mit MFA verwenden. Ja? Und das war irgendwie eine Woche lang mit First-Level-Support reden und Background-Checks, damit wir als Pentester überhaupt den Zugriff auf diesen Jump-Server kriegen. Aber sobald wir da drauf waren und uns kurz eingeloggt haben, was ist passiert? Auf dem Jump-Host-Server sind 200-300 User, Home-Verzeichnisse in dem NFS-Share drin. Wenn ich auf die anderen 500 Systeme dann vom Jump-Host reingucke, ja, auch wo das Produkt läuft, egal ob Dev, Port oder QA, dann ist dasselbe NFS-Share dort hoch. Ja. Die machen dadurch Software-Delivery, die machen dadurch NFS-Homes. Ja. Das heißt, wenn eine Kiste davon, auch die, die ihren Fuß ins Internet haben, einfach kaputt gehen oder irgendwie schlecht gepatcht worden sind, da wird einer der User irgendwie root oder ein kompromittiertes Notebook von einem Admin oder so, dann kann ich halt auf alle Home-Verzeichnisse plötzlich zugreifen. Ja? Und das ist leider die Realität. Ja? Wenn wir so ein bisschen in die Entwicklungssysteme trotzdem reinschauen, gibt es bei großen Läden so eine Tendenz, um bestimmte Services als Commodity anzubieten. Ja? Ich bin am Ende des Tages der, der Geld generiert, ich bin der Entwickler, ich mache ein Produkt und das hosten wir irgendwo. Und ich als Entwickler habe vielleicht auch nicht das Know-how, um alle diese Stacks drunter zu betreiben. Ja? Am Ende des Tages brauche ich eine Linux-Kiste, ich brauche eine Datenbank, ich brauche einen Applikationsserver, weiß nicht, Tomcat, schlag mich tot. Genau, aber ich will am Ende des Tages eigentlich nur entwickeln. Und was macht man in Konzernen? Man versucht diese Services einfach an verschiedene Teams auszulagern und sagen, hey, bei uns brauchen Hunderte und Tausende Entwickler Datenbanken. Mach mal ein Team auf, die einfach nur MySQL und Postgres irgendwie anbieten, plus Redis schlag mich tot irgendwie. Und jeder Entwickler kann zu euch gehen und sagen, hey, ich will eine Datenbank und ihr hostet die dann und der Entwickler darf die einfach benutzen. Ja? Das Gleiche für Linux-Systeme. Ja, das ist etwas, was sehr viele brauchen. So. Das heißt, ich habe eine Abteilung, bei der ihr hingehen könnt, ihr schreibt eine Mail, ein Ticket auf und dann kriegt ihr ein Linux-System. Ja? Das Gleiche ist oft für irgendwie, hey, die brauchen halt NFS-Shares. Ja? Das heißt, entweder die Teams, die die Linux hosten, die gehen zu den NFS-Leuten, die NFS-Shares betreiben. Und das sind meistens irgendwelche große Appliances, bei denen irgendwie terabyteweise User sind, die skalieren auf viele tausend Kisten. Also die Lösung gibt es. NFS ist sehr performant. Das ist sehr, sehr geil, was das angeht. Das Problem ist dann halt aber nur, die Leute... bitte? Ja. Check, check, check. Okay, dann machen wir hier weiter. Genau. Das Problem ist so, diese verschiedenen Stacks sind quasi Commodity und um diese Services anzubieten, muss ich die konsumierbar machen. Ja? Der Entwickler geht zu mir und sagt, ich will Datenbank, ich will Linux und so weiter. Und die wissen voneinander nicht so viel. Ja? Die verstehen nicht so viel von der Arbeit, weil Entwickler und Netzwerker sind halt immer noch so ein bisschen verschiedene Berufe, ja, und das ist okay. Aber das Problem ist, das Ganze ist so gestaltet, dass es generisch funktionieren muss, ja. Und dann bleibt noch die Frage so, wie macht man dann Netzwerk? Wer macht dann Netzwerk? Das sind 3, 4 verschiedene Parteien, die einfach diesen Service-Layer-Cake benutzen und die wissen nicht viel von der Arbeit. Ja? Und was passiert ist in der Realität ist, ich habe beim Pentesten diese NFS-Shares aufgemacht, bei den Teams, die einfach die Produkte gehostet haben und die haben gesagt, ich habe gesagt, hier, kaputt, kann alles. Ja? Und ich habe gemerkt, das sind nicht nur einfach nur von dem Gesamtkonzept kaputte Sachen, sondern einfach
die NFS-Shares hatten dann Sternchen in den Exports. Und so. Der Scheiß stand halt in den Corporate Netzwerk so. Und ich bin zu denen hingegangen und habe gesagt, da, lass uns das fixen. Was haben die gesagt? So, nee, wir machen nur Anwendungen so. Geh zu denen. Ja, die machen die Linux-Server so. Und die Leute von Linux, den Linux-Servern, die das zur Verfügung gestellt haben, das sind Entwicklungssysteme, die haben gesagt, puh, nee, die NFS-Shares, die konsumieren wir nur. Die macht dieses Team. So, dann bin ich zu denen gelaufen, ja. Und die haben gesagt so, hey, guck mal, wir haben hier E-Mails und Tickets und die Leute haben schicken uns einfach eine Mail und sagen, für diese IP-Adresse brauche ich einen NFS-Share. Ja? Und dann bin ich immer zu diesen verschiedenen Teams gelaufen und habe gefragt, so, wer hat denn das so geklickt und wer nicht. Und am Ende des Tages wusste keiner, wer das jemals geklickt hat. So, ja, das war tatsächlich das Status Quo. Und jetzt beheb mal das Ganze, wenn es 2.000-3.000 Systeme davon gibt. Genau. Das andere Extremer ist DevOps. Ja? Wir gehen dann in die andere Richtung und sagen, hey, ihr kümmert euch nicht einfach Entwicklung, Datenbank, OS, irgendwie Admin, System, Engineer und Entwickler, sondern wir stecken das Ganze in einen Beruf. Ja? Und ich merke das so ein bisschen, wenn ich zum Beispiel technische Audits bei Kubernetes-Clustern habe, und irgendwie das Wort Netzwerk aufmache, dann sagen sie, nee, Filterung geht da gar nicht. Nee, schon, es geht schon. Ja? Und ich habe das Gefühl, wir gehen in das andere Extreme und geben diesem einen Leuten so alle Zuständigkeiten und sagen, du machst Automatisierung, Deployment, du machst das Netzwerk, du machst die Infrastruktur. Ja, das ist zwar alles irgendwie Code, aber du brauchst halt Erfahrung in all diesen Stacks. So. Und das skaliert halt in die andere Richtung halt genauso wenig. Ja. So, und das ist am Ende des Tages die Realität mit den IP-Access-Controls, die NFS euch bietet. So. An der Stelle Mitigating Measures, so, was kann man denn dagegen machen oder womit habe ich es denn so öfters zu tun? So. Die Option Root Squash. Ja, und jetzt kommen wir wahrscheinlich auch zu der Demo, die hoffentlich funktioniert. Und jetzt komme ich mit dem Handmikro ein bisschen ins Gemenge, aber wir probieren es trotzdem. So. Ich tippe mit einer Hand, das wird gehen. So. Mal User 1 und ihr erinnert euch, es funktioniert nicht. Ja? Was dieses Root Squash macht, ist, es mappt die UID 0, also die vom Root-User, einfach zu einer UID von Nobody, also 65.535 oder sowas. Ja? Das heißt, der Access funktioniert tatsächlich nicht. Ja? Und wenn ich hier in Alice auf ein bisschen höher mache, dann sehe ich auch die UID zum Beispiel, die nicht aufgelöst werden kann. Bei MyUser1 funktioniert das. Ja? Und jetzt die große Preisfrage, kann ich diese Folder betreten, ohne root zu sein? Ohne die UID 0 zu benutzen? Genau, ich wechsle auf die UID 3000. Ja? Schlicht und einfach. Ich mache es noch ein bisschen einfacher, den User habe ich da. MyUser1, was mache ich? Ich tippe den ganzen Pfad natürlich mit einer Hand und sage MyUser1, tada. So, das funktioniert genauso. Wenn ich auf dem NFS-Client den User halt nicht lokal habe, dann mache ich den halt kurz auf. Ich mache einen User-Add und sage, diese UID muss er haben. Ja? Und hier an diesem Schnittpunkt habt ihr meine gesamte Methodik vom Pentesten von NFS-Shares gerade gesehen. Denn das ist wirklich alles, was ihr tun müsst, ja? Wenn ihr einen NFS-Share auf eurer Kiste habt. So. Genau, das ist im Prinzip Root Squash. Ja? Es gibt noch andere Sachen wie All Squash, ja? Das heißt, dass alle UIDs auf die Nobody gemappt werden. Ja? Das heißt, ihr könnt in dem Fall
nur auf Sachen zugreifen, die für die Welt, also für Other, lesbar bzw. schreiben, was schreibbar ist. Ja? Der Use Case ist da halt aber relativ bescheiden. Ja? Dann mache ich halt einen Anonymous FTP oder einen HTTP-Server und stelle dir Public-Daten zur Verfügung. So, ja? Genau. Das erste ist, das zweite ist, und das kommt sehr häufig vor, ist, wir benutzen NFS V4. Ja? Und die Einreichung des Talks war so ein bisschen impulsiv, als ich so einen Pentest wieder gehabt habe mit NFS-Shares. Und als ich die Slides angefangen habe zu machen, so ein bisschen vorbereitet, hatte ich mit einem Kunden, der halt ein hochrangiger Manager ist, auch in einem anderen Konzern zu tun gehabt. Wir haben gesprochen und er hat gesagt, boah, der IT-Dienstleister, alles outgesourced, das macht ein externer Laden bei denen. Die gehen mir auf die Nerven, die wollen wieder Budget von mir haben, weil die wollen von NFS 3 auf NFS 4 migrieren. Ja? Und ich habe ihn gefragt, warum? Und da sagte er, ja, weil das ist sicherer. Aber wie sicherer ist denn das? Und ich weiß es nicht. Ja? So. Und dieses Argument ist hartnäckig. Ja? Es klingt jetzt alles irgendwie blöd und banal, aber diese Gespräche hatte ich schon öfters. Ja? Und es ist die Frage, woher kommt denn diese Meinung? Ja? Ich habe angefangen, einfach Quellen zu suchen. So, okay, das ist zum Beispiel Wikipedia, um fair zu sein. Das ist so dieses Intro, wo einfach Zusammenfassung von den NFS 4 Features kommt. Und da kommt dieser Satz vor. So, Mandate Strong Security. Okay, interessant. Gucken wir ein bisschen weiter. Der Usenix Talk, wo NFS V4 vorgestellt wird, zumindest vom Abstract sehen wir, NFS V4 provides strong security through the use of either Kerberos V5, SPKM3 oder Libkey. So, okay. Ist sicher, ich lese hier raus, man muss zwar Kerberos benutzen, aber ist sicher. Okay? So, dann gehen wir weiter. Das ist so ein NetApp-Community-Blog. NetApp ist ein großer Storage-Appliance-Hersteller. Die stellen diese mega großen Kisten, die dann in Konzernen stehen und irgendwie 10.000, 20.000 Clients machen können. Ja? Und bei denen, also die Einführung, ist ein alter Blogpost so, hey, NFS ist auf jeden Fall grundsätzlich sicherer als NFS V3. Zum Beispiel werden die Usernamen und nicht die User-IDs gemappt. Ja? Und das ist als Angreifer schwieriger, die zu spoofen. So, ja, also Der erste Satz, der erste Teil stimmt, also es gibt ein Mapping von Usernames, ja? Aber den zweiten, den gucken wir gleich noch ein paar Slides an. Ja? Er geht dann weiter, um fair zu sein, so, es gibt auch Sachen, Optionen, um es noch sicherer zu machen und dann geht es schon Richtung Kerberos. Ja? So. Und dann gibt es noch von Alex McDonald irgendwie in einem Usenix Login Magazin schon um 2012 so diesen Beitrag: Hey, warum funktioniert denn die Adoption von NFS V4 so schlecht? Und er sagt so, hey, es gibt ein großes Missverständnis, weil die Leute denken, dass NFS 4 Security oder starke Security-Einstellungen wirklich Pflicht sind. So, ja, die Implementierung in der Software von diesen Features, die ist Pflicht, aber die muss man halt auch noch benutzen. So, und die meisten Leute haben einfach nicht auf dem Ticker, dass es einfach nicht so funktioniert. Und er hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Und das war so, ich habe angefangen, Zeug zu googeln und habe gesagt, NFS 4 Security. Ja? Und ihr seht schon, es gibt einen Grund vielleicht, warum die Leute wirklich ein Missverständnis hier haben. Ja? Und nee, bei weitem nicht alle Quellen suggestieren das. Aber in diesen Gesprächen auch mit den Entscheidern, hilft es meistens einfach zu fragen, warum. Und die Leute haben keine Antwort drauf. Ja, oder haben eine Behauptung, das ist sicherer. Ja, alles ist sicherer. So. Aber warum? Genau. Und was mit NFS V4 ist wirklich mitgekommen, ist die Unterstützung für die GSS-API. GSS-API bedeutet so viel wie bei den ganzen Linux, wie auf FreeBSD, es gibt so diese API, damit man bessere Authentifizierung und Autorisierung benutzt. Es gibt auch sowas wie Libkey. Ich habe das erste Mal davon gesehen, als ich für den Vortrag recherchiert habe.
Man kann das auch mit Zertifikaten machen. Ich habe das noch nie in the wild gesehen und ich habe bei den Herstellern, bei den von proprietären Shares auch gesehen, so ja, das gibt es zwar im Standard, so wir machen alle nur Kerberos. Das heißt, wir reden hier die ganze Zeit eigentlich nur über Kerberos. Ja? Und die Implementierung in der Software davon ist mandatory und zusammenfassend nochmal, die Benutzung ist halt optional, man muss es benutzen. Wenn man das nämlich nicht tut, dann hat NFS V4 keine Vorteile zu NFS V3. Punkt. Ja? Dieses User-Mapping anstatt UID-Mapping, ja? Ich musste das tatsächlich auch suchen, das habe ich das erste Mal gesehen. Und ich hab gefunden, das gibt es wirklich bei NFS V4. Aber was da passiert ist, wenn man Kerberos benutzt, dann kann man Username-Mapping machen, anstatt nur UIDs. Ja? Aber wenn man Kerberos hat, dann hat man auch meistens irgendwo einen Verzeichnisdienst, sei es AD oder LDAP direkt dran, so dann ist es halt irrelevant. Sonst funktioniert bei V4 das User-Mapping genauso auf UIDs oder Group-IDs und die gibt der NFS-Client an dem Server und der Server sagt einfach, IoT-1000, greift drauf zu, okay, cool, du wirst es schon wissen. Ja? So funktioniert es. So, jetzt kommen wir so ein bisschen so schon Richtung Ende des Vortrags, so letztes Drittel. Jetzt kommt Kerberos. So, Disclaimer, ihr werdet nicht Kerberos verstehen nach diesen Slides hier. Ich werde versuchen, das Ganze sehr simplifiziert, und da sind tatsächlich auch, wenn man in die Details guckt, da bestimmt ein paar Fehler drin, weil ich zu viel weggelassen habe, aber ich versuche einfach nur, ein bisschen zu veranschaulichen, wie Kerberos funktioniert. Ja, das wiederum sollte euch so die Idee geben, wie die Realität dann auch wirklich funktioniert oder warum die Realität so aussieht, wie sie aussieht. Ja? So, Kerberos, griechische Mythologie, dreiköpfiger Hund. Das heißt, wenn wir einen NFS-Client und einen NFS-Server haben, als zwei Systeme, brauchen wir bei Kerberos drei Systeme. Ja? Wir sprechen hier von dem Key Distribution Center, dem KDC. In Wirklichkeit sind tatsächlich da drin auch zwei Komponenten versteckt. Eine Komponente, die Username, also den Login prüft und Passwort, und eine, die so ein bisschen Tickets-Geschubse macht. Ja? So. Das heißt, wenn ich mit dem NFS Kerberos reden will, dann sende ich an diesen KDC meine Username und Passwort oder Hash davon, der überprüft es und sagt, ja, der User ist legit. Das heißt, er schickt mir so ein Ticket-Granting-Ticket. Ja? Mit diesem Ticket, TGT einfach kurz, kann ich mir später für Services andere Tickets erstellen. Ja? Diese ersten zwei Schritte muss man nicht jedes Mal machen, sondern, keine Ahnung, je nachdem wie Kerberos eingestellt ist, vielleicht einmal pro 8 Stunden, einmal pro 4 Stunden. Ja? Diese Tickets laufen zwar aus, aber das muss man initial machen. Ja? So, dann kommt, wenn der NFS-Client weiß, ich will den NFS-Share benutzen, dann geht er mit seinem TGT und sagt, hey, ich will mit dem, lieber KDC, ich will gleich mit dem NFS-Share reden. Ja? Und der NFS-Share sagt, okay, darfst da drin eingestellt, du darfst mit dem Service reden. Ich stelle dir so ein Service-Ticket aus. Ja? Dazu benutzt er diesen TGT natürlich. Ja? Aber mein Client, also meine VM, kriegt so ein TGT, ein Service-Ticket. Und im nächsten Und das ist Schritt 5. Dann geht es erst um in die Kommunikation zu dem NFS-Server. Und dann schicke ich dieses Service-Ticket und der NFS-Share kann dann in Kommunikation mit dem KDC überprüfen, ob dieses Service-Ticket überhaupt valide ist. Ja? Hier habe ich das als Schritt 6 skizziert, aber es muss eigentlich vorher passieren. Und zwar muss man, wenn man den NFS-Share aufsetzt, Kryptomaterial zwischen dem KDC und dem NFS-Share austauschen. Ja, das heißt, dort gibt es so ein Service-Principle, heißt es richtig, aber es ist im Prinzip ein Service-Key, der spezifisch für den Service NFS-Share ist. Ja. Und der NFS-Share, der kann bei diesem Service-Ticket überprüfen, weil der entschlüsselt ihn tatsächlich mit einem Key vom KDC und kann überprüfen, okay, der hat tatsächlich vom KDC dieses Service-Ticket gekriegt und er darf darauf zugreifen. Ja? Und erst dann im nächsten Schritt kann ich kommunizieren mit dem NFS-Share, verschlüsselt und durch enforced Zugriffsberechtigungsenforcement. Ja? Also dann funktioniert das wirklich nicht einfach nur an der
Client sendet mir eine UID, sondern das wird wirklich geprüft, und zwar kryptografisch geprüft. Ja, genau. Und bis wir eine Verbindung erfolgreich aufbauen können, sind wir bei Schritt 7, anstatt von Schritt 1, ja, so wie man es einfach benutzen würde. Ja. Und hier nochmal, das ist eine sehr, sehr, sehr stark vereinfachte Erklärung von dem Kerberos-Prozess. Ich habe hier auch noch nicht erklärt, wie man das Schlüsselmaterial einrichten muss und wie das vorher gemacht werden muss. Ja, das sind Prozesse, da sind Systeme dahinter. Ja? Und ich finde leider nicht die Quelle so dazu, und das ist immer so meine Meinung von Kerberos. Ja? Ich wollte das irgendwie kurz auf die Slides skizzieren, aber es ist passiert, ich saß jetzt mal 2 Stunden da und habe mir das selber nochmal durchgucken müssen. Ja? Ich gucke mir diesen Graphen und diesen Prozess jedes zweite, dritte Jahr an, aber ich muss es mir selber jedes Mal aneignen. Ja? Und ihr seht schon, das Ganze ist komplex. Und Komplexität ist schlecht. Ja? Wenn wir über Security-Probleme reden in Unternehmen, ja, dann scheitern wir an so Sachen wie, installiert halt einmal pro Monat bitte Patches oder so. Ja? Wir haben kein Asset Management, sowas Firewall oder sowas. Wie wahrscheinlich ist es, dass man Kerberos, sowas Komplexes wie Kerberos auch noch hinkriegt, wenn wir nicht mal den Kleinkram lösen können? Ja? Und das ist so ein bisschen die Realität leider davon. Und ich rede hier noch nicht mal auch über Angriffe wie über auf Kerberos. Ja? Also wenn ihr aus so ein bisschen Pentesting, Red Teaming Bereich kommt, habt ihr schon mal was von Kerberos-Ding, von Golden Ticket gehört. Ja? Kerberos ist nicht perfekt. Da gibt es auch Probleme, aber so, das ist das Einzige, wo man A, Verschlüsselung machen kann über NFS. NFS ist ein Klartextprotokoll sonst, und wo man wirklich Access Controls einfach erzwingen kann. Ja? Genau, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ein paar Anekdoten, als wir das betrieben haben an der Uni, gab es so ein Projekt von der zentralen IT, und die haben gesagt, hey, wir wollen auf IPv6 migrieren, wir suchen Freiwillige für Pilotprojekte, und ich stand halt ganz vorne und gesagt, ja, hier, ich will unbedingt, ja? So, lass uns das machen. So, und wir hatten NFS-Homes mit Kerberos im Betrieb. So, was ist passiert? Wir haben den Admin den Netzwerker angerufen und haben gesagt, hey, gib uns mal Quad-A-Einträge. Ja? Mach mal für die Domain-Namen, die alle Clients auch sauber haben, gib uns mal bitte IPv6-Adressen. So, was passiert? Der hat die IPv6, die Quad-A-Einträge reingetragen, ist dann Mittagessen gegangen. So, was ist passiert? Bei uns lag einfach das Linux-Lab brach. So, die Infrastruktur hat nicht funktioniert, Kerberos hat nicht funktioniert, wir haben angefangen zu debuggen. Und er hat gesagt, hey, ich kann die Clients nicht authentifizieren. Ja? Und das kann ja nicht sein. So. Ja? Woran lag's? Der hat die Quad-A-Einträge eingetragen, ist Mittagessen gegangen und hat die Reverse-Einträge erst nach dem Mittagessen für die IPv6-Sachen eingetragen. Was bei Kerberos passiert ist, nämlich, dass man nicht nur den Server authentifiziert, sondern den Client. Der kommt mit einer IP-Adresse und Kerberos macht einen Reverse-Lookup und guckt, ob das wirklich der Client mit dieser Domain-Adresse ist. So. Und das hat nicht funktioniert. Ja? So. Das ist eigentlich trivial, wenn man weiß, wie Kerberos funktioniert, ist es kein Problem. Aber wenn ihr mal so im alltäglichen Betrieb darüber nachdenkt, darauf wären wir nie gekommen. So, ja? Das ist was Selbstverständliches, aber das ist zum Beispiel eine Komplexität, die mit Kerberos mitkommt. Das Ganze mit Zeitsynchronisierung, ja? Auch dieselbe Geschichte. So. NTP-Server von der zentralen IT, und ich schreibe den Mail so, hey, eure NTP funktioniert nicht, bei uns steht die Infrastruktur brach, weil Kerberos funktioniert nicht. Und dann schreibt dann irgendwie in 3 Stunden eine Mail zurück, nee, also ich kann den NTP-Server pingen. Ich so, ja, pingen kann ich ihn auch, aber der NTP-Service ist down, so, ja. Und dann vergeht halt irgendwie 8 Stunden. Ja? Was auch auf deren Seite verständlich ist, so, weil was passiert denn schon, wenn bei euch NTP für einen Tag oder 2 Tage nicht funktioniert auf der Serverseite? Ja? Auf Clients habt ihr es schon mal erlebt, so wenn die Zeit irgendwie um Stunden oder vielleicht Tage sich verstellen, dann funktioniert bei euch TLS nicht. Ja? Ja, sowas passiert schon mal. Ja? Aber wenn bei euch irgendwie ein paar Sekunden Zeitunterschied ist oder eine Minute, dann passiert eigentlich normalerweise gar nichts. Aber bei Kerberos ist das wichtig, weil in diesem Ticket-Geschubse Prozess ist wirklich die Zeit sehr, sehr wichtig, und selbst wenn ihr das relativ breit einstellt, passiert sowas. Ja? Komplexität. Ja? Was noch ein anderes Schwierigkeit ist in der Unix-Umgebung oder Linux-Umgebung ist,
dass sobald man Kerberos benutzt, kann man keine SSH-Pubkeys mehr verwenden. Warum? Weil, um diese Tickets zu erzeugen, ja, die Basis dafür ist das Passwort. Erst mit der Passworteingabe, wenn ihr euch einloggt, erzeugt euch ein Ticket. So. Und damit sterben SSH-Pubkeys. Ja? Das ist nicht in der, keine Ahnung, in der Windows-Welt, ja, RDP, immer ein Passwort eingeben, man ist dran gewöhnt. Aber in der Linux-Welt, in Admins oder den Leuten sagen, ihr könnt keine SSH-Pubkeys verwenden, ist halt schwierig. Ja? Das ist schon mal eine Kröte, ja, die man schlucken muss. Es gibt zwar Wege, um bestimmte Key-Material für Automatisierung irgendwie zu verteilen über Kerberos, aber das ist dann auch nicht so geil wie verschlüsselte SSH-Keys oder so. Ja? Es funktioniert, aber ist schwierig. Ja? Für den normalen User-Login keine SSH-Pubkeys möglich. Ja? Das Ganze, ich spreche ab und zu mit Kollegen und ich sage so, hey, Kerberos ist zu kompliziert, so lass es uns gar nicht probieren und sagen, hey, das funktioniert alles, die Lösungen sind da. Die sind da, ich habe es auch schon gemacht. Ja? Aber dieser Schritt, um noch Kerberos zu betreiben, nach den 17 Verantwortlichkeiten, die ihr habt in eurem Job habt, ist dann halt nochmal schon eine höhere Hürde, weil ihr müsst das Ding verstehen. Ja? Selbst wenn ihr für Kerberos ein bestehendes Active Directory wiederverwendet, ja, was funktioniert, by the way, auch unter Linux, das ist eine Hürde. Ja? Und deswegen habe ich das jetzt außerhalb meines Linux-Pools an der Uni in den Unternehmen halt noch nie gesehen. Ja? Aber Microsoft macht Kerberos so. Warum sind wir zu dumm? Nee, das Problem ist, bei Microsoft ist Kerberos einfach seit Windows 2000 Standard. Ja, wenn ihr so ein Windows an Active Directory hängt, dann kommt das halt einfach auf out of the box mit. Das kriegt ihr geschenkt. Und man muss auch sagen, bei Microsoft funktioniert das halt. Ja? Genau aus den genannten Gründen. Wenn ihr Samba-Shares macht, ja, irgendwie, wenn ihr so ein Samba auf eurem Linux-Server bastelt, auf die 3er-Version Standard, dann funktioniert das immer noch über UIDs. Wenn ihr es aber richtig macht mit Samba 4 und Co., da wo ihr wirklich ein Active Directory mit einbauen müsst, oder einfach einen klassischen Windows-Share mit über SMB, dann ist da einfach nur das Enforcement standardmäßig über Kerberos drin. Ja. Da ist das, worüber wir reden, bereits Standard. Genau. Ich komme so meiner fast letzten Zeit. Es gibt die einzige Möglichkeit, NFS-Shares zu betreiben, ist mit Kerberos. Ja? Es gibt Use Cases, weil ich irgendwie in Kubernetes-Clustern öfters unterwegs bin. Da habt ihr halt mehrere Kubernetes-Nodes und die brauchen gemeinsam Share. Dann seid ihr aber wieder in dieser Position, wo ihr einen NFS-Server an 3, 4 IPs freigebt. Ja? Wo ich sage, ja, die haben sowieso dieselbe Vertrauensstellung. Einer ist kaputt, eine Node ist kompromittiert, dann ist das ganze Cluster kompromittiert. Ja? Und da kann man einfach so ein bisschen mit Risikomanagement gut umgehen. Ja? Den Tod kann ich sterben, der ist nicht sonderlich groß. Ja? Aber wenn ihr diese typischen Umgebungen, wie ihr sie gewohnt seid, geht, dann solltet ihr einfach auf NFS verzichten. Ja? Und die einzigen Unternehmen, wo ich das gesehen habe, wo das funktioniert hat, die das streng verboten haben, ja? Und das auch umgesetzt haben. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ja? Ja, ihr habt vielleicht Use Cases, die damit totgehen und ihr müsst Alternativen suchen. Und dazu habe ich einfach keine gute Antwort. Ja? Der springende Punkt ist, es funktioniert. CI/CD-Pipelines müssen nicht über Shares funktionieren. So, das geht auch besser. Ja? Ja, wenn ihr das diskutieren müsst, ich weiß, wie die Realität aussieht. So einem Admin beizubringen, so macht es doch einfach kurz anders. Und dann sagt er, nee Mann, das haben wir schon 20 Jahre so gemacht und warum soll ich das jetzt anders machen? Aber der Punkt ist, es funktioniert einfach nicht sicher. Nur Kerberos oder gar nicht. Und wenn ihr so eine Diskussion startet, wie ich sie immer gehabt habe, so, aber wir machen so und so, und dann muss die einzige Gegenfrage, wie implementiert er Kerberos? Wenn sie Kerberos nicht benutzen, dann kann man die Diskussion töten oder wenn mit ein paar Nachfragen über das Wie und Warum. Dann darauf haben sie meistens niemals eine gute Antwort. Als letzten Punkt, wenn ihr auf der Arbeit irgendwo einen NFS-Share seht, ja, führt den Mount-Befehl aus und wenn ihr seht, da ist ein NFS drin,
Oder dann versucht ihr noch von einem anderen Server zu mounten. Ja? Wenn ihr den Port 2049 seht, ja, da gibt es dieses showmount-e-Kommando und NFS hat per Default so ein Feature implementiert, wenn ihr showmount-e sagt und die IP-Adresse, dann gebt ihr euch übers Netzwerk die Exportliste einfach aus. Ich glaube, ich habe vergessen, das zu zeigen. Ich tippe, Moment. Ja, natürlich. Passt. Nur noch, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Genau. Das ist ein Default-Feature. Ja? Diese Ausgabe bedeutet nicht, dass euer NFS-Client oder von dem ihr das ausführt, wirklich die Freigabe hat, darauf zuzugreifen. Aber man kann sich die Exports einfach angucken. Das ist Default. Der Hersteller NetApp hat das Feature zum Beispiel rausgepatcht. Ja? Die haben gesagt, nee, ist kein gutes Feature, machen wir einfach nicht. Ja? Die haben eine proprietäre Implementierung und gut ist. Aber ihr könnt halt einfach die ACLs angucken und die Exports da drin. Selbst wenn nicht, ihr könnt einfach Mount-Befehle ausführen und Standardpfade probieren, wie zum Beispiel /homes oder Exports oder von anderen Kisten. So. Und meine Bitte an euch, wenn ihr NFS in the wild seht, dann guckt mal einfach, ob ihr draufkommt, ja, und erzählt es den Leuten, dass das kaputt ist. Ja. So, startet diese Diskussion bringt meinen Frust in die Welt. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Ich werde die Slides auch nach einem Pre-Talks und irgendwie auf GitHub-PDFs hochladen. Was nicht, haben wir noch Zeit für Fragen? Ich glaube, in 5 Minuten ist der nächste Vortrag. Ich würde deshalb vorschlagen, wenn es Fragen gibt, die es mit Sicherheit geben wird, und danke für diesen super Vortrag. Guck mal, ob an der Bar müsste es noch Getränke geben, glaube ich, bis 16 Uhr. Also. Genau. An der Stelle, dann machen wir heute ein bisschen kurzer, schneller Schluss ohne Fragen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr Fragen, Anmerkungen habt, ihr wisst, wie ihr mich findet. Vielen, vielen Dank und viel Spaß beim nächsten Vortrag.